Ja, wir sind doch alles noch Menschen. Und wenn ich an diese einfach schlicht menschliche Ebene denke, dann kann ich das heute manchmal überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, wie das eigentlich möglich war, dass niemand mal auf die Idee gekommen war, hier mal zu fragen, wie es läuft, wie es mir geht, ob ich langsam ankomme. Irgendwie diese ganz normalen Fragen, die Menschen sich stellen. Das war ja alles so dermaßen außer Kraft gesetzt. Und wenn ich mich mal geäußert habe, war das wirklich auch immer nur exemplarisch. Es geht mir nicht darum, irgendeinen Menschen anzugreifen oder ja, irgendwie ins Negative zu ziehen oder platt formuliert schlecht zu machen. Aber auch die jüngere Frau, die hierher geheiratet hatte, eine Tochter eines Leiters aus einer Region in Germany. Ja, als ich da mal einmal nochmal mit ihr allein war, zu Besuch, ja, nicht wirklich eingeladen, aber eben um ihren Schweizer Mann zu bitten, mir endlich dabei zu helfen, dieses Sold-WLAN da installiert zu bekommen. Da fehlte tatsächlich etwas, das stand nirgendwo und das habe ich dann im Endeffekt dann auch selber via Anruf dann, nachdem ich irgendwann mal durchkam, im Grunde selber geregelt, aber eben dort bei Ihnen. Also ich war ein einziges Mal dort, lange Rede, viel zu viel geredet. Und auch sie kam nicht auf die Idee, zu fragen, ob ich Fuß gefasst habe, wie es mir geht. Denn meine Existenz war überhaupt nicht gesichert. Ich war tatsächlich allein dann. Und stattdessen ging es darum, wie schlecht es ihr geht. Sie ist in einer Großfamilie aufgewachsen und jetzt da so viele Stunden des Tages allein. Dabei waren doch ihre Träume in Erfüllung gegangen, zumindest im Hinblick auf doch noch einen Mann gefunden zu haben und endlich ihr Traumwunschkind zu erwarten, also verheiratet zu sein, endlich schwanger zu sein. Ich sag mal in guter Hoffnung. Wenn ich da jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, dass da ist eine Dynamik entstanden. Ich mache dem Mann, der mich in die OCG geführt hat, da irgendwie auch gar keine Vorwürfe mehr, weil er da sowieso nicht eigenständig war an dem Punkt. Aber da waren doch andere, die mal hätten auf die Idee kommen können, noch nach mir zu fragen, denn die leben ja zum Teil auch noch in der Welt und wissen, dass es da noch ein bisschen anders sein kann und dass man sich einen Lebensunterhalt verdienen muss, eine Existenz aufbauen, sichern muss. Und ich meine, gut, wie schwierig das für Ausländer und gerade in meinem Job hier in der Region ist, das wusste eben keiner. Aber da gab es auch keine Frage. Ich meine, gut, ich war dann schon eher jemand, der sich auch mal die Rüstung angelegt hat. Ich saß da jetzt nicht in dem Sinne traurig und leidend. Aber wer wirklich Empathie gehabt hätte, in mir sah es schon manchmal dann entsprechend auch aus, entsprechend dem Gesamtpaket, was im Grunde wirklich nicht zumutbar war. Und wenn man dann wiederum fragt, ja, was hat das mit dir zu tun? Im Grunde letztlich auch in erster Linie, dass ich mich da nicht hingesetzt habe und ich sag mal weicher deutlich gemacht habe, dass es zu viel ist. Dass ich dann eher kämpferischer geworden bin, aber letztendlich hat mich dieses Kämpferische dann hier auch doch, naja, das allein nicht. Ich habe mich schon auch immer wieder verbunden, davor bewahrt, hier total zu scheitern und vielleicht sogar irgendwie vor dem Nichts zu stehen, weil Rücklagen hatte ich dann nicht mehr. Ich meine nur, es gibt eben auch für Menschen, die in dieser Welt ihr Leben führen, noch Realitäten und die haben überhaupt niemanden hier interessiert. Also das war so, wenn man so will, dann doch auch manchmal abgehoben weltfremd. Und ich habe manchmal schon gedacht, das ist auch keine Anklage. Es kam einmal ein Anruf von einer Sasek-Tochter, nicht Lois. Da wurde ich aber nur nach einer Telefonnummer gefragt. Jetzt auch nicht groß, wie es mir geht. Und ich habe mich jetzt auch nicht schwach gezeigt. So war ich eben damals noch. Heute hätte ich schon gesagt,
Hallo? Möchtest du nicht mal fragen, wie es mir geht? Oder vielleicht einfach auch mal irgendwie normales Interesse zeigen? Ein, zwei Sätze, die sich Menschen so stellen, wenn man sich doch irgendwie kennt und ein bisschen ein Interesse an dem anderen hat. Habe ich aber damals nicht. Sicherlich ist bemessen worden, oh, sie ist gerade nicht gut im Geist. Vielleicht kam das ja sogar auch bedingt durch ganz oben, dass man mich dann ganz oben auch schon irgendwie ins Aus, auf eine Art Abstellgleis gestellt hat und sich das auf alle anderen mit ausgewirkt hat. Mit Hierarchie, energetisch, Egregor. Aber mit. Der Rest war natürlich einfach irgendwie ein Stück weit Schweizer Mentalität, aber es gibt auch andere Menschen hier, also auch empathische Schweizer. Gott sei Dank. Keine Anklage, aber ich möchte es einfach nochmal sagen. Es gibt auch noch ein Leben.